Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Ich habe mich noch mal ein bisschen belesen, was unsere Problematik mit der Statik angeht. Und zwar brauchen wir tatsächlich die Holzpfähle, die wir dann aus Kernholz herstellen können. Weil egal wie viel Querstützbalken wir hier oben noch reinbauen, das bringt alles nichts, weil wir mit den normalen Holzbalken halt nur eine gewisse Höhe bauen können. Holzpfähle gehen noch mal ein Stück weiter. Wenn wir richtig viel Pech haben, dann müssen wir das alles nochmal auf Stein umbauen. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie hoch, also das Dach wird ja noch relativ hoch, ob das dann auch mit den Holzpfählen noch reicht. Einfach ein bisschen zu großes Projekt vorgenommen für den Fortschritt im Spiel. Das ist halt so leider nicht direkt umsetzbar. Ich möchte euch jetzt aber ungern mit in den dunklen Wald nehmen, weil ihr euch dann alle in die Hosen macht. Nein, natürlich nicht, sondern die ganze Zeit jetzt wieder Kernholz sammeln, das werde ich mal außerhalb des Videos machen. Das wird sonst zu langweilig, sondern ich hätte eher Lust, mit euch einmal das Sumpfland zu besuchen. Aber bevor wir das machen, bauen wir uns jetzt mal einen Fermentierer. Das hatte ich schon lange vor, damit auch mal wieder ein bisschen was Spannendes passiert. Und dann werde ich nach der oder nach der nächsten Folge mal etwas Kernholz sammeln gehen. Dass wir weiter mit unserer Werft kommen, hoffentlich. Ansonsten müssen wir halt wirklich erstmal soweit sein, dass wir mit Eisen bauen können. So, jetzt lasst mich mal schauen. Wir haben den Fermentierer, den haben wir hier drin. Wir brauchen 5 Bronze, 30 Edelholz. Ich habe hier 23 Edelholz. Und wir haben hier noch 19. Das heißt, Edelholz passt. Was hatte ich gesagt? Ich habe es schon wieder vergessen. Nehmen jetzt einfach mal ein bisschen was mit. Und machen Trick 17. Einmal werfen, laufen, wieder aufheben. Und schon waren wir bestimmt eine halbe Sekunde schneller. Ich glaube 10 habe ich gesagt, ne? Oder 5? 5 Bronze passt. Wir brauchen aber noch Harz. Heb's auf. Also das wieder weg. Hey, hatten wir ja Harz drin? Nee, ich war gerade verwirrt. Tut mir leid. So, und Harz. Dann müsste es jetzt passen mit dem Fermentierer, genau. Ich würde sagen, wir packen den vielleicht doch erstmal hier rein. Ja, einerseits können wir davon nicht genug haben. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass das wohl Ewigkeiten dauern soll, bis das fertig ist. Also ist eh angedacht, dass man mal mehrere davon hat. Darum würde ich jetzt einfach mal sagen, wir setzen den hier hin. Hier haben wir sowieso noch genügend Platz. Und dann gucken wir mal. Du hast keine Gegenstände, die verarbeitet werden können. Da könntest du recht haben. Und wir brauchen doch noch diesen komischen Kessel. Moment. Wo ist denn der? Haben wir den schon? Hier. Das Ding dort, oder? Nee, Objektständer. Gibt's das an der Schmiede? Auch nicht. Brauchen wir doch erst Eisen? Weil wir müssen unbedingt noch diesen komischen Kessel bauen. Mit dem können wir nämlich schon vorher Sachen machen. Und Fermentierer ist dann, glaube ich, für die komplizierteren Sachen. Dechsel, Schmiede, Ambosse. Schmiede, Kühlvorrichtung. Hier ist es nicht drin. Und hier auch nicht. Ah doch, hier, Kessel, da ist er doch. 10 mal 10. Ich hätte gern 10 Stück. Vielen Dank. Und dann können wir uns doch den Kessel bauen. Ich würde den jetzt einfach mal hier so daneben stellen. So, da haben wir es. Karottensuppe, Metmischung. Wollte gerade Metmischung sagen. Bärenmarmelade, Würste. Oh, geil, es gibt Würstchen. Du musst ein Feuer unter der Kochstelle an. Ach, meine Sprache heute, es tut mir leid. 5 Stein. Wir kriegen 5 Stein. Glaube ich fest daran, dass wir das hinkriegen. Und das Feuer kann ich jetzt aber hier wieder nicht runtersetzen. Das heißt, wir müssen den Kessel entweder hier den Boden wegnehmen. Einmal so. Und Kessel oben drüber. Sieht jetzt noch nicht mega schön aus. Aber wir können erstmal gucken. So, Bärenmarmelade.
Gesundheit 30 ist natürlich geil und 2 HP. Karottensuppe können wir uns dann auch noch machen aus Karotten. Gesundheit 20, auch 2 HP. Und hier haben wir die ganzen Medmischungen mit Gesund. Das gibt Leben, Giftwiderstand. Eine geringe Ausdauer wäre halt sehr, sehr geil. Aber der Fermentierer... Lasst mich mal überlegen, wir haben doch auch den Fermentierer gebraucht. Den Kessel können wir bestimmt schon länger bauen. Wir hätten das schon viel eher machen können. Ja, wir gucken mal, wir brauchten Honig und gelben Pilz. Kessel. So, aber wir können es... Geringe Ausdauer. Habe ich nicht Honig eingepackt? Jetzt wirklich... Ach, ich habe nur 7 Honig eingepackt. Entschuldigung. Komm, mach mal so hier. Jetzt können wir die schon herstellen. Ach okay, dann brauchen wir dafür tatsächlich noch gar nicht den Fermentierer, aber den brauchen wir dann auf jeden Fall. Jetzt haben wir Metmischung geringe Ausdauer. Der kommt dann dort rein. Okay. Was fehlt uns jetzt wieder? Jetzt fehlen uns wieder Himbeeren. Lasst mich mal noch kurz ein paar Himbeerchen einstecken. Ach, das Ding qualmt jetzt auch alles zu. Scheiße. Vielleicht doch lieber draußen bauen. Wir machen uns jetzt nochmal so ein Ding, aber es ist schon ganz schön teuer, ne? Das muss man mal sagen. Also 10 Honig, 10 Himbeeren, 10 gelbe Pilze ist nicht ohne. Wir können das jetzt schon bauen, aber ich glaube, wenn das dann fermentiert ist, wird das entweder stärker oder wir können es jetzt noch gar nicht verzehren. Ich weiß es nicht. Wir heben uns das mal auf, weil wir machen uns jetzt gleich in das sumpfige Land. Als Essen finde ich das eigentlich okay. Wir können mal noch ein bisschen Fleisch reinpacken. Jetzt haben wir noch Himbeeren. Wir haben auch noch genügend Himbeeren. Das passt. So. Dann heben wir uns das mal so ein bisschen auf, weil wir dann im Sumpfland sind, dass wir das jetzt nicht komplett verschenken. Dann würde ich jetzt nochmal eben schnell bei Sonstiges. Hier oben ist es. Unser Holz reinwerfen. Dann noch schnell zu Stein und Feuerstein und Bernstein. Wertvolles hatten wir hier auch noch irgendwo. Hier unten, hier ist echt zu dunkel drin. Harz noch weg. Gelben Pilz und das noch weg. Und dann sieht es doch soweit schon mal ganz gut aus. Gut, das hier macht. Wie gesagt, das soll relativ lange dauern. Das können wir jetzt erstmal getrost beiseite lassen. Und wir gucken jetzt mal mit unserer Karottensaat. Aus einer Karotte werden 3 Karottensamen. Ach, geil. Damit sind unsere Nahrungsprobleme gelöst. Somit können wir uns jetzt wirklich unendlich viele Karotten produzieren. Dann können wir uns auch so eine Karottensuppe dann drüben noch machen. Sind die schon fertig? Die sind auch fertig. Und damit haben wir es doch definitiv, was die Nahrung angeht, eine Stufe weiter geschafft. Durch die gute Karottensaat. Wir ballern jetzt erstmal alles nur mit der Saat voll, dass wir uns wirklich so viele Samen wie möglich machen. Ich hoffe mal, wir sind nicht zu nah dran. Dann haben wir das. Und dann können wir jetzt hier noch ein bisschen normale Karotten pflanzen. Und dann sieht es doch sehr gut aus. Dann können wir definitiv jetzt aus einer Karotte 3 Samen machen. Und irgendwann haben wir hier komplett alles voll. Gott, wie viel habe ich denn? Nicht runterrutschen. Hat keine Ausdauer mehr, um einen Samen in den Boden zu stecken. Verarsch mich doch nicht. Ich glaube, die haben wir ein bisschen zu nah da drüben gesetzt. Naja, egal. So, jetzt haben wir's. Sehr, sehr geil. Dann läuft das. Wir legen uns jetzt nochmal schlafen, wenn das Spiel uns lässt. Ich muss nochmal schnell den Zinn hier einsammeln. Können wir auch mal ganz schnell in die Kiste packen.
Holz auch, dass wir wirklich gut leer sind. Feuer brennt. Wir legen uns schlafen. Dann haben wir gleich noch den Ausgeruht-Skill wieder voll. Zumindest so voll, wie wir aktuell können. Werden wir dann in der neuen Basis definitiv nochmal verbessern. Dass wir da ein paar Minuten mehr reinkriegen. So, und dann jetzt schnell was gefuttert. Einmal durch den Teleporter. Und dann gehen wir das Sumpfland besuchen. Ich habe den Schlüssel jetzt erstmal noch nicht mitgenommen. Weil einerseits wollte ich mir mal noch ein Bronzeschild machen. Hätten wir jetzt gleich tun können, aber ist nicht so schlimm. Ich möchte jetzt erstmal ein bisschen erkunden gehen. Mal schauen, wie die Gegner generell so drauf sind. Ein paar von denen hatten wir ja schon erwischt und ich muss halt sagen, die waren halt echt nicht ohne. Aber mittlerweile haben wir halt glücklicherweise eine Kupferrüstung und damit einen Rüstungswert von 24. Und dann gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen das Sumpfland durchstöbern. Vielleicht finden wir ja schon die Markierung für den nächsten Gegner. Ich weiß nicht, wie er heißt. Hier sind wir schon lang, genau. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was die Metmischung so cooles bringt. Ach nee, muss fermentiert werden. Ah, wir können die, okay, alles klar. Die wird nicht besser dadurch, die wird essbar dadurch, durch das Fermentieren. Also hätten wir die doch gebraucht. Wusste ich's doch. Also wusste ich nicht, aber ich wusste, dass wir den Fermentierer brauchen. Gut. Dann hat sich das erledigt, dann brauchen wir das nicht ausprobieren. Sieht halt schon sehr, sehr gruselig aus hier. Direkt Skelette. Aber die sollten ja nicht unbedingt stärker sein als die schon im dunklen Wald. Die gehen auf jeden Fall. Da haben wir jemanden. Hallo. Okay, der hat ordentlich reingepfeffert. Nein. Ah, ausgewichen. Waren die, die Innereien haben fallen lassen, ne? Genau. Weiß nicht, dieses grüne Zeug wird wahrscheinlich einfach überall hier rumkleben. Holz. Wenn er es mir anbietet, nehme ich es mit. Aber die Musik ist schon echt gruselig. Was haben wir denn dort? Ein Schlundegel? Da gibt's doch direkt mal einen Pfeil in den Schlund. Ist da was fallen? Blutsack. Noch eine neue Metmischung, rotes Banner. Okay, sind wahrscheinlich sowas wie Blutegel. Boah, die halten aber viel aus. Oder die Waldfee. Aber ich glaube, die vergiften uns wenigstens. Na, nicht. Na doch, die vergiften uns. Entschuldigung. Das war doof. Oh, oh. Alter Schwede. Wir haben nicht mehr viel Leben. Wir haben nicht mehr viel Leben. Ey, nicht der Ernst jetzt, ne? Wir sterben jetzt nicht an so einer Blutegelvergiftung. Wegen so einem scheiß Blutegel. Alter Schwede. Und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir waren noch fast voll mit Leben. Okay, krass. Der dritte Tod. Und der war ganz schön unspektakulär. Ach Mist. Wir haben natürlich zuletzt hier geschlafen und jetzt müssen wir komplett ohne Rüstung ins Sumpfland. Na, hab ich einen Bock. Wir haben wahrscheinlich wieder Fähigkeiten verloren. Ach Mist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also entweder müssen wir uns wirklich vorher diese Metmischung mit hier Giftwiderstand brauen. Oder wir machen wirklich einen großen Bogen. Ach, wir hätten mal was zu essen mitnehmen können. Haben wir hier gar nichts. Oh Gott. Ja, und es kommt natürlich Wildschwein, Nixe, Kräuling. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, oder wir müssen halt um die Blutegel wirklich einen großen Bogen machen, aber dass die Vergiftung so doll reinfetzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Guck mal, wir haben hier zumindest ein paar Pilze. Solange wir halt auch keinen Fähigkeitenabzug hier oben noch haben, möchte ich halt auch ganz gerne unser ganzes Zeug wieder einsammeln, weil dann wäre es nicht so schlimm, wenn wir wieder sterben. Okay, also krass. Ich hätte echt gedacht, so Bronzerüstung und alles, wir sehen eigentlich, also wir stehen eigentlich ganz gut da. Macht ja auch Sinn, dass das Sumpfland dich vergiften möchte. Zum Glück sind wir hier noch so ein Stück weit vorgerannt. Bin ich direkt in den Gegnermob rein müssen. So, schnell mal wieder anziehen. Und sogar dieselbe Reihenfolge, wie wir es hatten. Das ist cool. So, wir sind wieder angezogen. Können uns hier noch was reinfuttern. Wir gehen jetzt natürlich trotzdem hier weiter. Aber die Blutegel lasse ich erstmal außen vor. Hier haben wir bloß ein paar Wildschweine. Das war aber schnell. Weiß nicht, man kann prinzipiell auch mit dieser ganzen Schweinezucht gucken, dass man sich Wildschweine Stufe 2, wo die Sterne dann da sind, dass man sich die züchtet. Die geben dann, glaube ich, einfach mehr Loot. Also einerseits hat man ja die Chance auf die Trophäen. Aber ich glaube, die geben auch mehr Leder oder so. Also es ist schon prinzipiell besser, wenn man früher oder später anfängt, sich bessere Wildschweine zu züchten. Aber für uns aktuell reicht es erstmal. Und ich weiß auch nicht, wofür die Trophäen noch gut sind. Die Hirschtrophäen haben wir gebraucht, um Eikdyr zu beschwören. Das habe ich noch verstanden, aber mittlerweile sammeln die sich ja echt ohne Ende an. Entweder können wir die mit beim dunklen Händler verkaufen. Ach shit, die schießen Pfeile, ne? Der eine schießt, glaube ich, Pfeil. Aber denn seine Pfeile sind glücklicherweise sehr langsam. Somit kriegen wir die eigentlich ganz gut mit Pfeil und Bogen besiegt. Den mache ich mir nicht so dolle Gedanken. Ich weiß nicht, ob wir die Innereien kochen können. Würde Sinn machen. Dass vielleicht dann nochmal die nächste Stufe ist zum normalen gekochten Fleisch. Was halt einfach mehr Ausdauer, Leben, HP und so bringt. Ich höre doch das... Nee, es war nur ein Gräuling. Nee, war wirklich nur ein Gräuling. Na gut, da geht's. Nicht lecken jetzt, danke. Also vom Wasser würde ich mich jetzt wirklich erstmal ein bisschen fernhalten. Ist halt auch immer wieder ärgerlich, wenn man die Fähigkeiten verliert, ne? Ist das hier normales Holz? Nee, ne? Ist irgendwas, steht was da? Da können wir gar nicht. Keine Chance, okay. Wir können hier mal noch ein bisschen Kernholz sammeln. Nee, war normales Holz, Entschuldigung. Ja, oh Gott, oh Gott. Haut bloß ab, ey. Mist, jetzt habe ich dauerhaft Angst vor diesen Viechern. Ist halt irgendwie auch nicht so geil. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, hier irgendwann mal durch das Wasser zu müssen. Krautzwerge, die gibt es anscheinend überall. Haben kein besonderes Biom, was denen gut gefällt. Sind halt wie Kakerlaken, die nisten sich überall ein, wo es nach Kacke müffelt. Ja, ansonsten wirklich sehr triste Gegend. Wie gesagt, Eisen sollten wir hier finden. Da freue ich mich auch sehr drauf, wenn das irgendwann mal der Fall ist. Nein. Eher so. Kieferzapfen und einen Samen dafür.
könnt ihr halt natürlich mal gucken. Jetzt haben wir Kernholz. Wenn man genügend Samen von den Kiefern hat, dass man sich davon mal welche ein bisschen im Grasland anpflanzt. Dass man nicht immer in den dunklen Wald muss für das Kernholz. Kommt auf jeden Fall auch mit auf die To-Do-Liste. Hat aber definitiv noch Zeit. Wäre halt echt cool, wenn wir noch Eisen finden würden. Sind schon wieder komplett voll im Inventar. Das sieht mir alles nicht eisig aus hier. Naja, wir machen hier an der Stelle erstmal ein Folgenende. Ah, zumindest haben wir ein bisschen was vom Sumpfland gesehen. War auf jeden Fall etwas spannender, die Folge, als die letzte. Und dann gucken wir uns hier in der nächsten Folge auch direkt noch ein bisschen weiter um, ne? Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.